Plastic Soldier ist die Kfz 151, die, das ist das, was ich jetzt zeigen werde. Die habe ich so vor, ich glaube, Anfang des Jahres mal irgendwann bestellt gehabt. Und jetzt Zeit gab, die fertig zu bauen, da immer wieder zum Paintbrush üben verwendet. Und jetzt sind sie relativ fertig und ja, ich zeige euch mal, was das jetzt, was da drin war. Also einmal haben wir hier, nicht wundern, dass noch verschiedene andere Sachen. Ich baue auch gerade so Ruinen ein bisschen, ein paar Artillerie, das zeige ich auch noch alle. Aber ja, die Fahrzeuge. Und zwar haben wir hier viermal dieses Fahrzeug hier. Hier ist auch was Neues, deutsches Farbset mit Wash und so Sachen. Das probiere ich gerade. An dem habe ich das schon ausprobiert. Das ist auch ein bisschen in Versuchung gerade. Und zwar diese vier Fahrzeuge. Und die kann ich jetzt in allen möglichen Varianten bauen. Mit Mörser, mit Flammenwerfer, mit Geschütz. Und ich habe immer, wie bei allen Plastic Soldier soll Sets, jede Menge Teile, die über sind. Das, dieser, also dieser Rahmen hier ist viermal dabei. Und dazu habe ich auch sozusagen, die man außen dranhängen kann. So Taschen, noch ein Gewehr, noch ein Panzerschreck, wofür auch immer der gut ist. Nochmal so sitzende Soldaten. Ich kann die also alle, die Fahrer. In einem habe ich es eingebaut, aber sie sieht man wirklich gar nicht. Deswegen habe ich dann darauf. Man sieht sie kaum. Da sitzen sie drin. Deswegen habe ich dann drauf verzichtet. Nach jemand reinsetzen. So ein paar habe ich gemacht zum Reinsetzen, aber ja. Das ist, hier sieht man so, das ist für so ein Geschütz. Ich hatte es, glaube ich, irgendwann genau. Da könnte ich auch fast so, wenn ich sage, ich habe so Räder über oder so eine kleine Pack mitbauen. Oder ich habe irgendeine so einen Turm oder sowas, könnte ich sowas auch verwenden als Turmgeschütz oder irgendwas. Und wie gesagt, da nochmal Kanister. Ich habe jetzt noch nichts dran gemacht. Ich will da nicht so viel dran machen, weil ich will eigentlich noch eine Nummer dran machen. Und gerade die Helme und alles, wenn die im Kampf sind, werden sie ja die Helme mitgenommen haben und nicht am Fahrzeug gelassen haben. Deswegen habe ich die auch nicht dran gemacht. Also so extra Kette haben sie da. Seile und alles mögliche. Also das ist schon mal. Da hat man auf jeden Fall wieder jede Menge Teile, die man für andere Sachen verwenden kann. Und dann gibt es noch. Da sind jetzt auch nochmal so ein paar, die ich angemalt habe. Die setze ich auch irgendwo rein. Oder die Decke, die kommt irgendwo dran, in einer anderen Farbe halt. So ein Ersatzreifen ist auch noch dabei. Und das sind jetzt die Spezialteile sozusagen, die Fahrzeuge, wenn ich jetzt, das ist für den Flammenwerfer hier. Da kann ich jetzt relativ wenig verwenden, wenn ich sage, ich wollte viel mehr normale Fahrzeuge bauen. Und das sind für die Pioniere, die kommen, ich glaube, das hier dran, da habe ich auch innen drin ein paar mehr Kisten reingebaut jetzt. Da gibt es auch alle möglichen Varianten. Aber auch die Teile, selbst wenn ich jetzt nichts von denen verwenden will, so ein MG kann ich immer brauchen, da die Panzerfäuste, die kann ich immer gebrauchen. Selbst so ein Schlauch, für irgendwas kann ich den bestimmt gebrauchen. Wie gesagt, das sind die Brückenteile. Und von denen da, das ist so ein Typ mit Granate, da ist auch in jedem Bogen einer dabei. Das heißt, ich habe fünfmal diesen Granatenmensch. Ja, für die Fahrzeuge kann ich es jetzt nicht gebrauchen, aber ich baue ja, wie gesagt, hier auch so Artillerie. Die kriegen ja auf jeden Fall nochmal einen von, da sind so auch Männchen dabei, und die kriegen auch nochmal einen von denen dazu jetzt. Der passt einfach gut dazu. Und, oder hier auch die Kiste mit Artillerie-Granaten oder sowas, die kann ich da auch super gebrauchen. Dann auch noch so eine kleine Kiste, die kann man sicher auch für irgendwas verwenden. Was sogar dabei war, und ich kann eins von den SDKFZ auch als Mörser ausbauen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe dann die Männchen genommen hier mit dem. So einen großen. Das bröselt noch ein bisschen. So einen großen Mörser halt dabei. Und dann den einen mit der Granate. Die Granate braucht ein bisschen Farbe. Da braucht noch ein bisschen Farbe am Helm, glaube ich. Aha. Und der andere, der hebt sich so ein bisschen die Ohren zu. Also eigentlich auch ganz coole Figuren. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, relativ teuer. Ich glaube, es kostet. Obwohl für das, was jetzt drin ist, ist eigentlich okay. Über 20 Euro oder sowas. Aber wie gesagt, das Coolste an dem habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Das ist dieser Mensch hier. Das war dieses große Maschinengewehr. Den kann man hier vorne irgendwie. Das war nicht ganz so einfach, den da rein. Irgendwie kann man den da rein buxieren.
Please, please. So, also mehr oder weniger, ich dachte erst, es geht nicht, weil das hätte mich dann tierisch geärgert. Das ist eigentlich, ich finde das super cool, so mit dem Fahrzeug und dem G, es geht, aber der steht jetzt auch auf dem Boden, das habe ich eben die ganze Zeit nicht hinbekommen. Ich dachte, die kann ich nicht da verwenden, was furchtbar ärgerlich wäre. Jetzt habe ich aber schon überall MGs eingebaut, das heißt, ich habe maximal noch zwei von denen verwenden. Heißt, ich habe zwei über und die kommen dann, wenn ich nächstes Mal einen Panzer baue, so Tiger oder Königstiger, das ist ja doch cool, dass einer mit so einem großen MG rausguckt. Wenn das nicht geklappt hätte, ich sage schon mal, hier werden jede Menge Infanteristen wieder vorbereitet und da gab es auch einen, genau, da haben wir diesen hier, diesen mit der Kiste zum Beispiel. Den, wenn ich die Kiste abmache, könnte ich den da auch reinsetzen. Der würde auch gut reinpassen. Vielleicht mache ich einen von denen rein, dass es ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. So, was habe ich denn noch gemacht? Und zwar, das ist von hier nochmal so ein Ring. Ich habe dir schon mal gezeigt, aber das Video war schlecht von der Qualität her leider. Hier diese Car Crew oder wie sie nennt. Die habe ich nochmal aufgebaut. Da sind viermal so ein Ring dabei in dem Pack. Das ist einmal so ein dabei, hier so ganz lässig. Der auch, die sind glaube ich eigentlich zum Fahren da, aber man könnte ja trotzdem dann da reinsetzen, einfach, dass man ein bisschen andere Pose kriegt. Da den Kommandanten. Da so einer mit Schreibtafel, also sind jetzt nicht nur für Fahrzeuge. Da ein Kommandant, der ist auch ganz cool, das sieht man glaube ich wirklich gut. Da so ein Ritterkreuzer der um. Ja, das hat die sind auch ganz... Die sind jetzt angemalt, da ist ein bisschen schwarz im Wash. Ich habe es noch weiter verdünnt. Das war eigentlich ein ganz, sieht ganz gut aus, finde ich. Ja, nur an dem muss ich jetzt halt rumschneiden, da weil da ein bisschen da das Zeug im Gesicht gab. Leider, das sieht nicht ganz so gut aus. Aber ich denke, die kann man auch ganz gut da zu gebrauchen. Ja, was werde ich jetzt als nächstes noch machen? So, ich habe es ja gesagt, die Artillerie hier, das ist einmal... Armor Fast und Svesta, die werde ich dann nochmal genau zeigen, vergleichen. Und ich habe jetzt drei Methoden mir überlegt, wie ich Ruinen bauen kann, kaputte Häuser. Ich habe dann eBay was gesehen und das dann danach, nachdem ich es nicht geklickt habe, baue ich selber. So ungefähr sieht jetzt eins davon aus. Wenn ich die drei Techniken mal ausprobiert habe, werde ich auch vorstellen, das sind die nächsten Ideen. Habt ihr nächstes Mal wieder Urlaub, dann wird es wieder jede Menge Zeit geben zu bauen. Und auch das da, das werde ich jetzt mal aber an ausprobieren, das Wash. Was ist bei dem, habe ich es jetzt schon gemacht. Und die anderen, ich habe auch diesmal drauf geachtet, dass so ein Wash ganz genau diese schwarzen Ritzen reinträufelt. Ich habe dann über ganz feinen Pinsel genommen. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und die Reifen so ein bisschen mit Wash zum öligen Zeug eingesprüht oder eingefärbt hier. Und dann noch mit Struktur, diese Strukturfarbe ist hier überall dran, das ist der Schlamm vor allem. Ja, ich denke, das sieht doch ganz brauchbar aus. Deagles kriegen sie natürlich noch, aber ich hatte jetzt nichts, was mir gefallen hat. Ich habe da was bestellt, wie das zumindest jeder kriegt ein Balkenkreuz und dann noch eine Nummer und dann, deswegen habe ich dann nicht zu viele Sachen draußen dran gehängt, weil eigentlich dann sind sie eh voll. So eine Decke kriegen sie vielleicht noch, so eine Kiste, was ich da gebaut habe. Aber die kann man auch für alle anderen Fahrzeuge wieder verwenden. Von daher, da hat man auf jeden Fall jede Menge Kram, was man zum Basteln verwenden kann. Von daher kann man es eigentlich nur empfehlen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.